herzlich willkommen im Rulantica, Nähe Europapark Rust. Die Wasserspiele sind eröffnet. Vergesst Ninja Warrior, jetzt kommen die Wasser Warrior. Und ich trete an in einem spannenden Wettkampf gegen Fernanda Brandao und Tobias Wegner. Hier ist er schon wieder. So, ich habe vor allem auch Masse wieder angefressen. Das ist für die Geschwindigkeit so wichtig. Aber es geht hier nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um Optik. Also wir sind sehr gespannt. Los geht's! Alles verloren. Du bist vorbereitet, ne? Runde 1. Isbrecher. Bei dieser Rutsche haben wir drei Bewertungsmöglichkeiten. A. Geschwindigkeit, bei zwei Rutschen parallel. Wer als erster aufkommt. Richtig. Es kommt auch das Gewicht auch an, wie weit du fliegst. Dann, genau, wer fliegt weiter, aber auch wer fliegt schöner. Okay. Hast du die Choreo geübt? Ich werde improvisieren. Zwei zählen. Wer möchte anfangen? Ladies first. Okay, dann wir beide. Ja, auf geht's. Also ich muss sagen, optisch sah es auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Da aber geht der Punkt nach zu, also an ihr. Von der Weite warst du am weitesten. Weite? Okay, was ist mit Geschwindigkeit? War ich auch der Erste? Du warst auch der Erste. Erste und Weite. Ja, los, komm, Tobi, zeig doch mal. Echt, wirklich. Also, Leute, immer noch hier. Ja, Leute, aber ich sag's immer wieder, aber dafür ist er echt doof. Komm, weiter geht's. 3, 2, 1. Also, du warst schneller. Schneller. Du warst auch weiter. Weiter. Come fly with me, let's fly, let's fly. Aber du sahst toll aus mit der Atembombe. Ja! Ja, ich habe die Beine so schön auseinandergerissen. Ich hab mir noch mal was Neues überlegt. Aber auch nicht. Runde 2. Hopperblatt. Ich will nicht sagen, aber ich glaube, das erklärt sich von alleine. Absolut. Komm, das ist Ninja Warrior at its best. Der Todesparcours im ja. Rulantica. Auf geht's. Der Olli hängt. Gib Platz. Komm, das schaffst du, Fernanda. Komm. Ja? Schade, Olli. Oh, boah, du bist verschreckt. Alles klar. Was ist passiert, Olli? Ich weiß auch nicht, ich bin einmal nur durchschicken, ne? Einmal unglücklich weggerutscht, würde ich sagen. Every day I'm shuffling. Nee, ich habe jetzt einmal mal so ein bisschen, weißt du, willst ja auch, Fernanda soll ja auch mal hier und so, dann alle okay. Gegen die Frau. Aber ja, jetzt, mach ihm Platz, mach ihm Platz. Ich habe auch gestern Beine trainiert, die sind schwer. Ja. Mach mal ab hier. Ja. Run. Ja, das war sehr gut. Olli, das war mal besser. Das war ohne Festhalten gut. Du bist ja. Hier total rot, du bist hier völlig zerkratzt. Ich weiß, aber ist egal. Voller Körpereinsatz. I hurt myself today. Ja gut, weiter geht's. Muss man auch mal eine Niederlage eingestehen. Runde 3. Filzström. Jetzt sind wir im äußeren Wildwasserbereich. Jetzt geht's um zwei Sachen. Es geht einmal um Tempo. Ja. Aber auch um den richtigen Weg und den schnellsten Weg. Also es ist, naja, ein Labyrinth ist jetzt vielleicht ein bisschen too much. Aber Strategie ist gefragt. Strategie ist gefragt. Ach so, ja klar, dann zieh dich doch mal komplett. Ja, den Teil kann ich leider nicht bieten. Nein. Soll er weniger Widerstand sein. Stimmt. 3, 2, 1. Hey, 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 es ist sexuelle Belästigung.
Oh, ich hab Corona. Ich weiß nicht, ob das Covid-19 oder Rolantica Wasser ist. Auf die Plätze. Fertig. Los. Du müde Schwein. Ich entziehe mich. Der Kürze. Faul. Gar nichts. Faul. Ach, glaubst du nicht, dass es zur Liebesgrotte ausarten könnte? Wir sind nicht auf Lauf eine. Mein neues TV-Format. Gay unter Palmen. Ich hab hier Rotz in der Nase. Das könnte auch Sperma gewesen sein. So wie ich dein Glied gespürt habe. Er hat auf mir gelegen. Und das hat mir Spaß gemacht, das habe ich gemerkt. Es liegt an der Badehose. Die Badehose ist Janine Pink. Nein. Doch. Also, dass ich nicht schwanger geworden bin durch die Rutsche, das ist wirklich das Einzige. Runde 4. Duktrop und Fültfell. Jetzt kommen wir zu einem der Highlights des Rolantica Wasserparks. Das ist die, ja, Schwerlosigkeitsrutsche. Es ist eine Rutsche, da geht es jetzt einfach freien Fall runter. Und es geht jetzt nicht um Geschwindigkeit, sondern um, es gibt nämlich eine Foto-Option drin. Und dann werten wir gemeinsam aus, wer das angsterfüllteste Gesicht hat. Ach, du bist auf jeden Fall schneller auf diese Bilder. Es geht auch nicht um Tempo, Tobi. Ja, aber dafür kann ich auch sagen, du kannst dich hier nicht verrutschen. So. Einfach hinstellen. Ist das ekelhaft. Das geht einfach so weg. Ja, das geht einfach so weg, Tobi. Ich nehme dann die hier, die bleibt mir noch übrig. Dann würde ich sagen, gut Rutsch, wir sehen uns unten. Boah, Scheiße. Ich ist unter Schock. Oh mein Gott. Hör doch mal ab. Was denn? Es ist klare Sache, oder? Ich hab richtig geschrien wie so eine Frau, ey. Und du? Ich meine, ich hab ja Corona, ne? Aber das? Solche Ängste. Hör doch auf. Geht schon wieder. Runde 5. Werkstücke. Jetzt geht's um Optik und Performance. Das ist natürlich schön, dass wir drei Topmodels hier stehen, aber wer kann auf der roten Rutsche performen? Achtung! Oh, das sah elegant aus. Ja, die Baum weggeschwunden. Ja, das war schon. Das war stark. Oh, das war Robbe oder auch die Love Island Welle. Also, da hat jetzt richtig einen rausgehauen, aber echt stark. Richtig gut. Ja, das Finale. Nochmal machen. Engelchen! Engelchen! Ein Seestern! Weihnachtsstimmung! Dann werden wir jetzt zur Bewertung kommen. Nimm eine 6. Natürlich eine 10. Für jede Brust ein Punkt. 10 Punkte von mir. Eine 7. Eine 8. 5. Eine 7. Und damit glaube ich, wenn ich richtig zusammengerechnet habe. Dann hast du gewonnen. Ich habe gewonnen. Du hast gerade eben hier die rote Rutsche, die rote Performance-Rutsche gewonnen. Danke, danke, danke. Damit ist es amtlich. Tobi Wegener und Fernanda Brandau besiegen Olli die Lusche Pocher bei Wasser Warriors.